Geschwister streiten sich zwar manchmal, aber die können gemeinsam auch richtig viel Spaß haben. Und der Kraft- und Gewichtsunterschied, der kann für viele lustige Übungen ein echter Vorteil sein. Bei der Schildkrötenrolle seitlich ist der eine auf allen Vieren und der andere rollt mit seinem Rücken über dem Rücken vom Partner und landet wieder auf allen Vieren. Die Schildkrötenrolle vorwärts, da ist der Griff ganz wichtig, dass ihr von unten am Bauch in die Jacke reingreift und den Kopf oben drüber über den Partner drüber legt. Dann mit ganz viel Schwung nach vorne rollen und die Beine machen einen Überschlag und auf dem Rücken durch den Partner durchrobben. Beim Schildkrötensurfen muss die Schildkröte unten ganz vorsichtig laufen und der obere muss mit den Knien und den Händen gut ausgleichen, damit er nicht runterfällt. Wichtig ist, dass die Knie nicht auf der Wirbelsäule sind, sondern rechts und links daneben. Beim Schildkrötentransport ist die Schildkröte unten ganz stabil und läuft ganz langsam und der obere muss seinen Rücken auf den Rücken der Schildkröte legen und die Füße in die Luft und er kann sich bei der einfachen Variante ruhig festhalten an der Seite am T-Shirt oder am Gürtel. Bei der schwierigen Variante darf sich der obere jetzt nicht mehr festhalten und muss beide Hände in die Luft nehmen. Jetzt kommt es auf den unteren an, der nämlich spürt, dass der andere nicht herunterfällt und ganz stabil bleibt. Wichtig, macht es langsam und ganz vorsichtig, dann schafft ihr das. Bei der Liegestützpyramide legt sich der eine auf den Rücken, die Beine sind aufgestellt. Der obere, am besten der leichtere, der stellt sich mit den Füßen neben die Ohren, nimmt die Hände auf die Knie vom liegenden Partner und lehnt sich ganz weit nach vorne. Der untere kann dann entweder am Fußgelenk, das ist allerdings ganz schön schwierig, oder am Schienbein oder auch am Oberschenkel, das ist am einfachsten, den Partner nach oben drücken. Und dann ist es ganz wichtig, dass der obere gut die Körperspannung hält und ganz gerade wie ein Brett bleibt. Der untere kann dann ein bisschen Kraftübungen machen und runterdrücken und hochdrücken. Und der obere, wenn der auch richtig stark die Körperspannung halten kann, kann der sogar auch Liegestütze machen. Bei der Liegestützraupe geht einer in die Liegestützposition. Der andere positioniert sich davor und legt seine Füße auf den Rücken seines Hintermanns. Und wichtig, wenn der Vordere ein bisschen mehr Hilfestellung braucht, dann nimmt er seine Beine etwas weiter auf den Rücken. Wenn er schon richtig fit ist, kann er auch weiter nach vorne gehen mit den Füßen. Und beide machen dann auf Kommando eine Liegestütze. Bei der Baumstammrolle legt sich der eine auf den Rücken, der andere einmal komplett andersrum, das heißt die Füße ins Gesicht und beide legen sich aufeinander und können dann wie ein Baumstamm seitlich umeinander rollen. Als Variante etwas schwieriger kann man das Ganze auch mit Liegestütz machen. Am besten macht derjenige die Liegestütze, der etwas leichter ist, weil der untere kann nämlich den dann auch nach oben zur Decke drücken. Bei den fliegenden Fischen ist der eine auf dem Bauch, der andere steht. Der auf dem Bauch rollt sich in die Richtung des Stehenden und der muss schnell drüber springen und legt sich sofort wieder auf den Bauch und rollt sich in die Richtung des Partners. Und das Ganze wird dann immer schneller. Bei den Grätsprüngen sitzt der untere in dem Grätschsitz und der obere steht zwischen den Beinen. Jetzt ist eine gute Absprache wichtig und auf Kommando springt der obere in die Grätschposition und der untere schließt die Beine. Und das Ganze geht dann immer im Wechsel. Der Elefant im Porzellanladen ist am Anfang ganz leise und vorsichtig und darf niemals den unteren berühren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann wird es immer mehr zum Elefanten und darf richtig trampeln. Der untere kann die Augen auch zumachen und muss dann komplett auf seinen Partner vertrauen.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal!